auch mit hier bei dieser Weihenvorführung. Ja, also das ist so eine Initiative von uns. Wir sind so junge Indonesier und auch junge Deutsche, die bei diesem Programm mitmachen. Am heutigen Tag befindet sich seine Majestät König Paradiso bei der feierlichen Eröffnung eines neuen Damms am Eowich-Luttenberg. Ich spiele zum Beispiel hier Gamelan. Ich habe vorher niemals Gamelan gespielt, also ich habe nur gesehen im Fernseher oder auf irgendeiner Tanzvorführung, aber ich habe Gamelan vorher noch nie sogar angefasst. Und heute kann ich schon ein Lied mit Gamelan spielen. Alles ganz gut, mein Herr. Und es geht darum, dass wir, also vorher haben wir eine Aktion gemacht gegen den neuen Botschafter, der indonesischen Botschafter in Berlin, weil wir finden, dass er ist nicht geeignet für diese Position. Er war ja ehemaliger Gouverneur von Jakarta und er hat dort nichts geschafft und wir finden es auch, er ist auch dazu rassistisch und sexistisch und wir finden, dass es ist nicht anständig, dass er hier Botschafter geworden ist. Ich finde, diese Aktion ist sehr, sehr kreativ. Das ist so eine Art Demo, aber Demo muss man ja nicht immer machen, dass man in die Straße gehen und dann laut sprechen, sondern man kann das auch in kreative Art und Weise das gestalten. Und das machen wir gerade. Ich gebe dir noch einmal eine ausgeglichene Beziehung mit ihrem geliebten Sarjo.